Matthias Protzmann, ich bin 41 und bin Unternehmer, bin verantwortlich für die Firma Contentfleet und habe in der Vergangenheit einige Firmen gegründet. Ursprünglich komme ich tatsächlich aus dem journalistischen Bereich, aber Anfang des Jahrtausends habe ich schon die Seiten gewechselt und bin eher in den Technologiebereich. Und jetzt ist es eigentlich das Aggregat aus Technologie und Content, was ich betreue beruflich. Da bin ich Gründer von Contentfleet und eben auch als CEO für die strategischen Geschicke verantwortlich. Letztendlich spielt das gute alte Bauchgefühl der Journalisten eine geringere Rolle. Eine größere Rolle spielt das, was die Märkte uns sagen eigentlich, ja, was der Kunde möchte. Und letztendlich, ich habe noch gelernt, dass es gilt, nicht dem Diktat des Lesers zu folgen, sondern die Publikation gibt letztendlich das vor, was der Leser dann rezipiert, liest. Das hat sich geändert. Ja. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen andersrum. Klar, es werden Themen vorgegeben, da gibt es einige Trendsetter noch im Markt, aber vor allem geht es darum, eben durch Technologie zu sehen, wie diese Themen, die ich setze, angenommen werden und ob es sich überhaupt für mich lohnt, monetär gesehen beispielsweise. Und dann das eben entsprechend zu vertiefen. Und ich glaube, was total stattgefunden hat, ist eine ganz, ganz einfache Sache. Wenn man sich für einen bestimmten Bereich interessiert hat vor 10 Jahren, war es unglaublich schwierig. Sagen wir, ich bin interessiert an Mountainbikes oder sowas. Und es war unglaublich schwierig, seine Fachliteratur zu bekommen, ja, weil da gab es so ganz, ganz wenige Publikationen, das war es. Inzwischen wurden einfach durch die bessere Messbarkeit des Marktes wurden bestimmte Bedürfnisse in diesen, wir nennen es Verticals, erkannt und eben immer mehr Publikationen haben sich diesem Thema, diesen Nischen gewidmet. Und das ist, glaube ich, das, was sich extrem geändert hat. Es ist von diesem Ansatz, den vielleicht Häuser wie der Spiegel oder Bild etc. Noch immer sehr erfolgreich fahren, aber vor allen Dingen auch, wo es in den letzten Jahren eine viel, viel größere Landschaft gab von Unternehmen, die so in etwa das Gleiche gemacht haben, hat es sich viel mehr auf Spezialisierung hinbewegt. Diese Vertikalisierung des Contents ist unfassbar vorangeschritten. Wir sagen, relevanter Content ist guter Content. Das bedeutet, im Celebrity-Bereich kann das für beispielsweise für einen Journalisten ganz furchtbar sein, wenn Justin Bieber wieder irgendeinen Quatsch schreibt auf Facebook oder Twitter. Wenn das aber 3 bis 50 Millionen Menschen total super finden, dann ist das leider relevanter Content. Dann ist das leider auch ziemlich guter Content. Für den Bereich, ja, für diese Zielgruppe. Das sehen Leute, die gerne Wirtschaftsthemen lesen, natürlich völlig anders. Ist auch völlig, völlig okay. Die haben dann aber andere Themen und andere Bereiche, mit denen sie entsprechend was anfangen können. Und darauf stützen wir uns. Ja? Und da kann es dann sein, dass Stücke, die wir machen, Contentstücke, sei es Video, sei es Motion Design, das ist ja alles Mögliche. Das ist ja nicht nur der Artikel, der journalistische Artikel, das sind alle möglichen Dinge. Bilder, die wir kreieren, dass das dann richtig lange dauert. Aber das machen wir natürlich auch nur, wenn wir vorher wissen, dass sich das lohnen wird. Unser Geschäftsmodell ist nicht darauf getrimmt, dass wir 20 Fehlschläge machen und dann freuen wir uns, wenn der 21. funktioniert, sondern diese 20 Fehlschläge, die wir machen könnten, die machen wir nicht, weil schon die ersten beiden so genau gemonitort und gebenchmarkt werden letztendlich, also wir wissen genau, das war ein Fehlschlag, dann lernen wir da draus. Oder unsere Technologie lernt da draus. Aber einer von beiden lernt. Und das ist das Wichtige. Und so entwickeln wir uns weiter. Die Technologie sollte beim Erstellen von Content immer eine große Rolle spielen, weil der Markt so schnell ist. Wenn man sich jetzt ein Beispiel nur anschaut, während ich einen Artikel erstelle über ein bestimmtes Thema, passieren häufig 100 Dinge um mich herum, die meinen Artikel beeinflussen könnten. Was wir dann beispielsweise machen, ist, diese Einflüsse in meinem zentralen Arbeitsfeld als
Content-Produzent sozusagen, in dem Moment sichtbar zu machen. Das heißt, ich bleibe immer genau dran. Ich habe meinen Artikel, auf den konzentriere ich mich. Ich habe aber rechts oder links oder unten oder oben, wie ich will, die Möglichkeit immer zu sehen, was ist über meinen Artikel, den ich jetzt gerade schreibe, bei Twitter zu sehen, bei Facebook zu sehen, was läuft da drüber, was sagen die Influencer, gibt es andere Publisher, die jetzt schon gleichzeitig das gemacht haben, was ich mache. Das ist natürlich sehr, sehr newsgetrieben, das hat nichts mit diesen viel zitierten narrativen Elementen zu tun, aber eben auch im Newsbereich ist das aus unserer Sicht extrem wichtig, immer wieder diese Inspiration zu kriegen, was passiert mit der Thematik gerade, die ich bearbeite. Also ich denke, dass für Erfolg Messbarkeit sehr, sehr wichtig ist, weil man sich einfach an den Ergebnissen orientiert, die man mit seinen Werten, die man kreiert, die man sozusagen hervorrufen kann. Und Technologie hilft im Content-Bereich extrem darin, eben diese Messbarkeit zu liefern. Ja, also das kenne ich von Berufsanfang schon aus dem Fernsehbereich mit den Fernsehquoten, wo das Fernsehen dann sehr, sehr schnell, sehr genau auf das Bedürfnis der Menschen reagieren konnte. Das gab es im Printbereich lange nicht. Durch die Digitalisierung dann letztendlich hat da ein extremer Shift stattgefunden. Und ich finde, dass die Technologie sehr wichtig ist, um zum einen die Messbarkeit sicherzustellen und zum anderen natürlich auch, um den Content entsprechend auszuliefern. Gar keine Frage, jetzt im Zeitalter vom Internet. Ist ja jetzt nicht mehr so wie früher, Printdruckerei und so weiter, Redaktionen getrennt, sondern es ist letztendlich ein Verbund aus allem und da gehört natürlich die Technologie in erster Linie dazu. Wir erfinden den Journalismus nicht neu, das macht der Rezipient, der Kunde, der Leser. Und zwar dadurch, dass er sich inzwischen Gehör verschafft überall. Es ist nicht mehr so, dass man seine Zeitungen in den Einzelhandel legt und die werden dann abverkauft und das war's, sondern es ist nun mal so, dass der Kunde jetzt direkt rumschreit auf Social Media und so weiter über Themen, die er gut findet oder nicht gut findet. Und das ist ja ganz logisch, dass sich dann jeder in irgendeiner Form danach richtet, was da an Inspiration gewissermaßen und an Feedback von außen kommt, von den Lesern. Was wir machen, ist nur, dass wir das Ganze in Technologie packen, weil es unmöglich ist für Content-Schaffende auf diese ganzen Impulse, die da weltweit in Nanosekundentakt auf einen einprasseln, in irgendeiner Form einzugehen. Wir aggregieren und sammeln Daten von inzwischen rund 70 bis 100.000 Publishern weltweit aus allen Bereichen des Social Media, um eben sicherzustellen, dass wir, bevor wir Publikationen lancieren, dass der Markt auch entsprechend da ist. Ja? Dass wir wirklich sicher sein können, dass es da Menschen gibt, die das lesen wollen, die das rezipieren wollen, was wir produzieren. Weil nur so lässt sich letztendlich auch mit Content Geld verdienen. Und so furchtbar es ist und so viel die Produktion von Content Spaß bringt, das ist ein Job. Ja? Und letztendlich müssen wir Wert damit erzielen, damit wir unsere Leute bezahlen können. Und die Technologie, die wir haben, die hilft uns extrem dabei, sehr, sehr genau zu sein und eben möglichst keine Artikel oder wir machen ja nicht nur Artikel, wir machen auch Videos etc., möglichst keinen Content zu veröffentlichen, der in irgendeiner Weise nicht vernünftig monetarisiert. Herzstück unseres technologischen Systems ist ganz klar dieser wunderschöne Begriff Big Data. Ja, das heißt, wir sammeln extrem viele Daten ein, weltweit in 111 Ländern, 44 Sprachen. Und sorgen dafür, dass innerhalb dieses Data Warehouse ständig Trends erkannt werden. Ja, dass wir also wissen, in den verschiedensten Bereichen, die uns interessieren, im Bereich Fußball, keine Ahnung, Technologie etc., eigentlich auf Keyword-Basis genau erkennen können, welche Trends gibt es im Content-Bereich und was können wir für unsere Märkte, die wir bespielen, oder für unsere Klienten nutzbar machen. Weil das, also wie ich glaube, das erklärt sich letztendlich von selbst, dass Content nur funktioniert, wenn er relevant ist,
Das ist für uns so mit das Wichtigste. Und diese Relevanz ist nur gegeben, wenn Leute diesen Content lesen wollen, ja? Wenn sie darauf interagieren. Am besten nicht nur lesen, am besten auch noch interagieren mit dem Content.